Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hype the Time Quest. Beim letzten Mal sind wir hier in die Festung eingebrochen und hinab in das Verlies gegangen. Oh nein, ich gehe erstmal nochmal zurück. Um den König Tuscan den Vierten zu befreien. Ja, und wir kommen, ihr erinnert euch vielleicht, das letzte Mal sind wir hier rausgekommen, als wir selbst in der Festung eingeschlossen waren, im Verlies, in der Ära Tuscans des Ersten. Und das gefällt mir überhaupt nicht, wie der da auf mich zielt. Da sind wir eben hier rausgekommen. Diesmal gehen wir auf diesem Weg hier hinein. Und ich muss mal gucken, habe ich irgendeine Möglichkeit? Nein, ich habe anscheinend keine Möglichkeit, irgendwelche Seitenströte zu machen. Deswegen werde ich mich wohl oder übel von dem da treffen lassen müssen. Komm, stirb. Du wirst jetzt sterben. Sehr gut. Ja gut, wenn ich ihn einmal getroffen habe, dann ist es auch kein Problem, da weiterzumachen. Aber ich trinke trotzdem lieber mal einen violetten Trank. So, jetzt muss ich hier wieder vorsichtig sein, dass ich da nicht runterfall. Ich glaube, die Fässer mache ich erstmal mit dem Pfeil kaputt. Denn wenn ich da wieder mit dem Schwert dran gehe, fliege ich garantiert durch die Explosion runter. So, ups, nein, das wollte ich nicht. Langsam muss ich auch mal neue Pfeile aufsammeln, weil irgendwie habe ich kaum noch welche. 10 rote ist nicht besonders gut und ich möchte eigentlich nicht die blauen benutzen. Die sind mir zu schwach. Die werden wahrscheinlich überhaupt nichts mehr bringen. Wobei, wenn wir dann einen so im Stunlock haben, wie den gerade eben hier, sollten eigentlich auch die blauen Pfeile das tun, was sie tun sollen. Oh, nicht schon. Ah! Ich wollte gerade sagen, ich bin wieder ein Bogenschütze. Aber das ist ja nicht mal ein Bogenschütze. Sondern einfach nur einer, der blöde Messer wirft. Aua. Wild, Mann. Aber hey, eine Nuss, das ist schon mal schön. 250 Plastiks haben wir. Moment, die Plastiks, die der hier fallen gelassen hat, sind verschwunden, oder? Hm, habe ich nicht eingesammelt. Oder? Ich meine, ich hätte vorher schon 250 gehabt, aber egal. Ach, da oben ist schon wieder eine Fledermaus. Ich glaub's nicht. Komm. Ich höre Schritte. Das ist gar nicht gut, aber erstmal möchte ich die töten, so. Bevor sie mich großartig nerven kann. Ein Schalter, ein Knopf. Drück mir den nochmal. Ah, ein Geheimgang. Klassisch. Gut. Ja gut, dann werden wir wahrscheinlich da oben über diese Brücke gehen hier. Ich dachte eigentlich erst, dass wenn nur so ein Gitter da oben, das irgendwie runtergelassen wird. Aber offensichtlich ist das ja ein Gang. Und da kommen vermutlich auch die Schritte her. Oh nein! Wir sind eingesperrt. Ja, komm doch her. Komm her. Nein, nicht mit dem Speer. Du sollst mit deinem Gesicht in mein Schwert laufen. Sehr schön. So, ein Speicherpult. Das werde ich nutzen. Denn das sieht schon wieder so aus, als könnte ich da runterfallen. Und das wäre sehr schlecht. Gut. Die Fledermäusen. Für die Fledermäuse sollte ich vielleicht auch die blauen Pfeile benutzen. Einfach, weil ich es kann. Davon habe ich zu viele. Oder genug. So, wieder zurück zu den roten Pfeilen wechseln. Und dann ist das schon mal erledigt. Da geht es wieder hinab in die Tiefe. Nicht gut, nicht gut. Komm, springen. Schaffe ich das in einem normalen Sprung? Wie? Ah, ich erinnere mich. Da ist ein Skelett. Springe ich da runter? Okay, ich falle da runter, alles klar. Wie, das hat mir Schaden gemacht? Hm, klang zumindest so. Gut, töten wir erstmal das Skelett. Ach. Das ist ja keine große Herausforderung mehr. Hast du irgendwas Schönes für mich? Nee. Gut. Ich erinnere mich, das hat auf jeden Fall irgendwann mal was gedroppt in der ersten Ära, aber ich möchte jetzt nicht das so lange bekämpfen, bis es was droppt. Ich gehe hier wieder hoch und mach weiter in diesem Verlies. Hm. Unheimliche Musik, die hier spielt. Schauen wir mal, auf was wir noch stoßen. Obwohl der Raum von dem Kerkermeister noch da ist. Diesem Typ, der da gefoltert hat. Ich gucke lieber nochmal da oben, falls da irgendwas ist, was interessant ist, aber... Ach, meine Lieblingsgegner, die Geister. Geht weg, geht weg, geh weg, geh weg. Lass mich doch bitte erstmal die Wache bekämpfen. Ah, ich brauche einen Trank, ich brauche einen Trank. Das Ding kommt mir so weit hinterher. Normalerweise bleiben die doch weiter hinten. So. Das hast du jetzt davon, blöder Geist. So, jetzt darf ich bloß nicht in den Speer reinlaufen. Ja, der Typ geht natürlich zurück. Ist klar. Komm her. Wo bist du? Oh Gott. Ah, du Mistkerl. Du blöder Mistkerl. Aber zumindest lässt er uns Pfeile liegen.
Da dürfte es weiter zu den Verliesen gehen. Ich guck mal, ob ich hier nochmal in den Geheimgang rein kann. Oh, der öffnet sich automatisch. Sehr schön. Sehr schön. Komm, nimm ein paar Plastiks mit. Du kannst sie gebrauchen. Ach, Skelett, komm. Du bist kein Gegner für uns. Hallo? Dann nimm halt das. Blöd, Mann. Ah, das hier war doch auch der Raum, wo wir diesen Zauber gefunden haben, den ich gerade eingesetzt habe. Den Eisspeer. Ah, die Erinnerungen werden so langsam wach. Und Plastiks. Dankeschön. Haben wir noch irgendwas Schönes drin in dieser Kiste? Stehe ich auf der falschen Seite? Ja, ich stehe auf der falschen Seite. Schon wieder Kräuter. Ah, schnell, schnell, schnell. Du hast wohl deine Lektion noch nicht gelernt, was? Jetzt bräuchte ich irgendwie so einen Zauber Untote vernichten. Das wäre praktisch. So wie ein Gothic. Oder gibt es in Might and Magic Untote vernichten? Also in Heroes of Might and Magic gibt es da sowas? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung mehr von den Zauber. Ah, wo kommst du denn her? Und wo willst du hin? Hallo? Komm. Hallo? Das geht ja mal gar nicht. Wo kam die her und wo ist die hin verschwunden? Sind da oben noch mehr Fledermäuse? Vielleicht da hinter dem... Nö. Okay, sehr seltsam. Na gut, gehen wir mal weiter, denn der König rettet sich ja natürlich nicht von selbst. Und immer schön vorsichtig, dass wir nicht... Na, du stehst aber schön da. Na, genau. Popel in der Nase. Das wird das Ei letzte sein, was du tust. Blödmann. Ein violetter Trank. Ah, du bist kein Blödmann, du bist wieder mein Lieblingsopfer der Folge. Vielleicht wirst du die Lieblingstruhe dieser Folge. Nein, wirst du nicht. Warum sind in den ganzen Truhen eigentlich nur irgendwelche Kräuter drin? Tränke könnte ich viel, viel besser gebrauchen. Vor allem violette Tränke, die sowieso meine Magie heilen. Oder wiederherstellen. Magie heilen ist ja... Da ist der König. Und der hat mich überhaupt nicht gesehen. Ist der doof. Ha, das wird er mit seinem Leben bezahlen. Dum, dum, dum. So, ansonsten scheint hier erstmal keine nähere Gefahr zu sein. Reden wir mal mit dem König. Hallo. Ups. War keine Absicht. Okay, ich kann gar nicht mit ihm reden. Dann machen wir erstmal den Käfig hoch und reden dann mit ihm. Ha, unser König, Taskane Vierte. Endlich mal ein König, dessen Emblem wir teilen. Die Lilie. Danke, großer Hype. Ich bin so froh, dich zu sehen. Ich fühle meine Kräfte zurückkommen. Jetzt wird der schwarze Ritter bezahlen. Aber zuerst müssen wir Lizote und Bobart, unseren treuen Ritter, befreien. Sie sind in ihren Zellen. Komm, Hype! Los geht's! Bobart? Von dem hat unsere Verlobte allerdings nicht erzählt. Ich habe schon wieder ihren Namen vergessen. Nicht gut. Aber gut. Ja, hallo, würdest du... Ich kann leider nämlich nicht bewegen, während der König da rennt. Ich kann nichts machen. So, jetzt kann ich wieder rennen. Ist ja schön, dass der König davor rennt. Da werden bestimmt keine Wachen mehr sein. Nein. Denn wieso sollten sie auch die Königin und einen feindlichen Ritter bewachen? Hallo? Wie ist denn der König hier durchgekommen? Aua, das war unfair. Gut, da ist der Gang eingestürzt. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Da dürfen wir wieder zu den Zellen kommen, in denen wir gefangen waren. Ja, genau. Ich erinnere mich, da unten dürften sie drin sein. Ja, da ist der Ritter. Der hat so ein Rüstung an, wie wir sie ursprünglich anhatten, so eine ähnliche. Als wir zurückgereist sind, bevor wir die Rüstung hier bekommen haben. Da ist unsere Königin, die Zote. Und eine Nuss. Ja, die Nuss nehmen wir auch mit. Die Nuss ist für mich am wichtigsten, finde ich. Nein, natürlich nicht. So, den Kerkerschlüssel habe ich noch, deswegen... Wie blum blum. Nehmen wir erstmal nochmal den König. Schnell, Hype! Befreie Lizote und Bobart! Dann können wir diesen Hebel aktivieren und das große Tor öffnen! Okay. Aber guck mal, der König steht auch bei, der Nuss. Die Zellentüren sind verschlossen. Um sie zu öffnen, brauchst du den... Ach, warte mal, den Schlüssel zu den Zellen. Sag mir nicht, die haben in der ganzen Zeit die Schlösser nicht ausgetauscht. Nein, die Zellenschlüssel aus der Ära des ganzen Ersten funktionieren hier noch. Wie geil. Okay. Soll mir nur recht sein. Dann hole ich mir erstmal hier die Nuss, um mich ein bisschen zu heilen. Man weiß ja nie, was noch so auf uns erwartet.
überhaupt nicht irgendwie wieder ein böser Boss ankommt, um uns zu töten. Kann ich das hier aufschließen? Nein, das ist offen. Okay. Dann schließen wir mal das hier auf. Geht doch. Wahrscheinlich ist die andere doch nicht richtig offen, aber es ist mir egal. Da ist sowieso nichts von Interesse drin. Auch kein Schalter oder so, oder? Nein, da ist nichts drin. Hallo, Bobart. Wer bist du denn? Danke. Endlich, Hype. Ich erkenne euch. Es ist gut, euch wiederzusehen. Ich werde den König und die Königin begleiten. Dann werde ich mit Hilfe des Königs die Armee neu formieren. Der Aufstand kann beginnen. Lass uns erstmal hier rauskommen, okay? Das ist jetzt die höchste Priorität. So, befreien wir noch die Königin. Und dann kann der Spaß beginnen. Na los, mach auf. Ich laufe die ganze Zeit mit gezücktem Schwert herum um meinen König und meine Königin. Das ist auch überhaupt keine Drohung, nein. Ah, danke, Hype. Ich freue mich so, dich wiederzusehen. Ich wusste, dass du wiederkommen würdest. Wir haben von unseren Spionen erfahren, dass Viola die Widerstandsbewegung anführt. Ihr seid ein großartiges Paar. Also, machen wir Schluss mit dem Schwarzen Ritter, damit wir endlich eure Hochzeit feiern können. Na, die ist ja sehr gefasst. Das ist überhaupt keine Emotion in der Stimme. Schlechte Synchronsprecherin. Sehr schlechte Synchronsprecherin, finde ich zumindest. Aber nun gut. Gucken wir mal, dass wir hier herauskommen. Ich frage mich sowieso, wie wir das machen wollen. Also ich denke nicht, dass der König und die Königin über die Abgründe springen können, durch die wir hineingekommen sind. Aber das ist ja besagte Schalter, der das große Tor... Aktiviere den Hebel, Hype! Dann können wir hier heraus! Macht ihr keine Sorgen um mich. Ich bleibe mit Bobart in der Festung, um eine neue Armee zu formieren. Wir werden die Kontrolle über die Festung wieder übernehmen. Oder mein Name soll nicht Taskan sein. Und du, Hype, musst in deinen Raum gehen. Die schwarzen Garden konnten ihn nie öffnen. Es ist sehr seltsam. Jetzt geh! Ich bin sicher, dass es wichtig ist. Und jetzt lass uns aus diesem Verlies abhauen. Okay, meinetwegen. Dann legen wir halt mal den Schalter um und schauen, dass wir das Tor öffnen können. Was auch immer uns das bringt. Und wenn die meinen, dass sie zu zweit, also der König und den Ritter, die Königin sehe ich jetzt mal nicht dazu. Wobei, gut, wenn sie meinen, dass sie zu dritt die Festung wieder benehmen können. Okay, sollen sie das ruhig versuchen. Ah, das Tor meinen die. Na gut, dann ist es auch kein Wunder, dass sie da rauskommen können. Ich hoffe, wir kommen da auch durch. Ich habe keine Lust, wieder die ganzen Sprünge zu absolvieren. Vor allem ist das auch dann langweilig, weil wenn wir einfach den gleichen Weg wieder zurückgehen müssen. Gut. Keine Skelette oder so hier, das ist schon mal schön. Das heißt, wir müssen keine Gegner erneut besiegen. Habe ich hier eigentlich irgendwas übersehen? So eine Kiste oder so? Nee, leider nicht. Nur hier Folterwerkzeuge. Also, entweder ist das ein Sarg, aber was ich wahrscheinlich... Was viel wahrscheinlicher ist, ist, dass das eiserne Jungfrauen sind. Und ja, das sind so ein bisschen Folterwerkzeuge. Wer nicht weiß, was eine eiserne Jungfrau ist, das ist halt so ein Sarg, wo man die Deckeltüren öffnen kann. Und da sind so ein paar Stacheln drin. Das heißt, da wird jemand reingestellt und dann werden die Türen geschlossen und er wird dabei von den ganzen Stacheln durchbohrt. Ich denke mal, das ist kein besonders schöner Weg zu sterben. Ich habe es selber noch nie ausprobiert, deswegen lebe ich auch noch. Ich meine, es ist kein Wunder, aber ich bin sehr froh, dass wir solche Foltermethoden nicht mehr haben. Zumindest nicht hier in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das in einigen Ländern aussieht, die nicht ganz so zivilisiert sind. Beziehungsweise, was heißt nicht ganz so zivilisiert, in denen es so ein paar Terrororganisationen oder so gibt, was die für Möglichkeiten haben. Oder Guantanamo oder so, weil ich denke mal, da haben sie andere Foltermöglichkeiten. Wesentlich effektivere Foltermöglichkeiten, wo die Leute nicht so schnell sterben. Au, ja. Hey, da liegt ein Schild. Unser alter Schild. Was? Nein. Was steht denn da? Speedbusters. Oh, ich weiß, es ist irgendeine Referenz auf irgendwas, aber ich weiß nicht mehr was. Ob das irgendwie eine Firma ist oder so. Sieht aber auch aus wie eine Radkappe. Ich dachte, das wäre unser Schild. Aber hier haben wir was Schönes. Einen... Moment mal. Das Bild. Ist das Hype vor dem Turm von Pisa? Ja, es ist Hype vor dem Turm von Pisa. Okay. Und Rayman-Bettwäsche. Oh, wie cool. Ich mag den Raum. Oh, Rayman ist so cool. Vor allem Rayman 2 The Great Escape ist
eins meiner Lieblingsspiele. Und Rayman 3 Hoodlum Havoc fand ich auch ziemlich cool, obwohl es einige Leute gibt, die es nicht mehr so toll fanden, aber ich fand es sehr cool. Und jetzt sowieso die Neuauflagen, beziehungsweise der Reboot von Rayman mit Rayman Origins und Rayman Legends ist auch verdammt gut geworden. Aber gut, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ein neuer Zauber und wir sehen schon, da ist ein Drache auf dem Bild, das heißt, das wird unsere letzte Reihe an Zaubern. Wir fangen offensichtlich mit dem Elektrozauber an. Nehmen wir ihn mal auf. Oh ja, du bist jetzt Meister der Magie, Electricus Magicum Drachen. Sehr schön. Gut, werden wir gleich mal ausprobieren, sobald wir irgendeinen Wachposten sehen, der uns wieder nervt. Aber erstmal gucken wir, was hier noch in der Truhe drin ist. Ein Kraut. Wie hätte es auch anders sein können? In den Truhen sind nur Kräuter drin. Gut, aber was ist das? Na, erkennt ihr ihn? Es ist Custos. Vor dir zu erscheinen kostet mich viel Energie. Ich kann nicht lange sprechen sein. In Anerkennung meiner Arbeit haben mich die Götter zum Hüter der Zeit. In dieser Eigenschaft spreche ich heute zu dir. Arnak reicht einen Schlag vor, der wesentlich schlimmer ist als alles, was er bisher getan hat. Sein Turm ist kein Turm. Es ist eine riesige Sonne. Arnak will sie benutzen, um seine Herrschaft bis in alle Ewigkeit auszubreiten. Um ihm entgegenzutreten, Heid, musst du zuerst zur verlorenen Stadt zurückkehren, in die Epoche, in der sie zugänglich ist. Du wirst dort erwartet. Welche Epoche war das? Die dritte, nicht wahr? No. Ich glaube nicht, dass er so in der Luft schweben sollte. Der sollte eigentlich verschwinden. Ein kleiner Bug. Na gut, das Spiel läuft sowieso nicht nativ auf meinem System. Nur mit Tricksereien, deswegen gibt es da ab und zu mal einen Bug. Und Tränke. Oh, das ist sehr schön. Zwar bringt mir nur der violette Trank wirklich was, aber gut, die anderen werden mir auch was bringen. Ich trinke schon mal den blauen Trank, um ein bisschen Lebensenergie wiederherzustellen. Sehr schön. Und zwei Speicherpulte? Na, warum auch immer. Nur das eine ist sowieso aktiv. Von daher benutzen wir das doch einfach mal. So. Ja, sehr schön. Wir haben einen neuen Zauber und wir haben Custos getroffen, der zum Hüter der Zeit ernannt wurde von den Göttern. Und jetzt haben wir ein klares Ziel. Wir wollen in die verlorene Stadt. So. Jetzt können wir auch hier wieder raus. Ich frage mich, wo der König und Lizote, genau, unsere Königin hin sind. Die sind ja offensichtlich nicht hier durchgegangen, sonst würde das Feuer nicht mehr brennen. Na? Haha, böser Zauber, aber... Oh Gott, der Bogenschütze. Aber leider zieht es nur die Hälfte ab. Friss das. Sehr schön, so. Den Bogenschützen kümmere ich mich auch nochmal. Es kann ja sein, dass er wieder einen Trank fallen lässt. Das wäre ziemlich cool. Du blöd, Mann. Jetzt weicht er sogar noch mal einen Zauber aus. Komm her. Ich stirb einfach. Ein violetter Trank. Ach, sehr schön. Okay, von nun an bist du das Lieblingsopfer aller Lieblingsopfer. ja. Das heißt, jetzt reisen wir erstmal zur Sonnenuhr. Und ich würde sagen, wir gehen zurück in die Epoche Tuscans des Ersten, um da so ein bisschen unsere Rüstung zu reparieren und ein bisschen Sachen aufzutanken und ja, Zeug zu beschaffen. Aber erstmal rennen wir hier raus. Ich überlege gerade, was am sinnvollsten ist. Ich denke mal, erstmal sollten wir hier links hoch. Ja, wir gehen wieder über die Dächer raus. Über den Brunnen müssen wir mit zu vielen Leuten kämpfen. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf. Hey, cool, ich bin ausgewichen. Sehr schön, das war eine sehr gute Idee, hier hochzugehen. Und noch ein bisschen Geld. Wie viel haben wir da? 400? Ja, das heißt, wir können wieder ein paar violette Tränke kaufen. Aber erstmal müssen wir hier raus und hoffentlich keinen Wachen mehr in die Arme laufen. Das wäre so ein bisschen doof. So. Hier runter. Genau, wieder in die Brühe. Ah, ich komme da gar nicht hoch. Oh, oh Gott, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Stirb. Hallo? Ich kann den nicht treffen. Oh, toll, ich bin tot.
Yay. Super. Spiel beendet. Na gut. Gut, ich würde sagen, es lohnt sich nicht mehr, jetzt nochmal aus der Burg rauszugehen. Deswegen würde ich sagen, mache ich hier erstmal Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dann!